Wir fahren in den Urlaub nach Griechenland mit dem Tesla Model 3 SR Plus 2021, 55 kW. Ich habe gestern zu 100% noch aufgeladen, habe einfach nochmal den günstigsten Strom mitgenommen. Aber wie ihr sehen könnt, als Lademöglichkeit habe ich nur den UMC-Stecker, den Schugo-Stecker von Tesla und den ganz normalen Typ 2-Stecker. Also Leben am Limit. Das ist dann meine Hauptladestation an den häuslichen Steckdosen. So, für alle Statistikliebhaber, das ist hier unser Gepäck. Das würde ich dann hier einfach alles entsprechend dann unterbringen. Vom Gewicht her 4 Personen plus das Gepäck, also der Fahrer ausgenommen, haben wir extra mit 3 Personen und dem Gepäck 200 Kilo. So, das Auto ist vollgepackt, hat alles reingepasst. Wir schauen uns nochmal vorne an. Hier haben wir einfach Lebensmittel, die schneller greifbar sein sollen, wo wir einfach bei jedem Ladestopp nochmal anhalten und dann entsprechend essen. Das passt dann immer hier ganz gut. Also die Route beträgt ca. 2000 Kilometer. Wir fahren durch Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien und unser Ziel ist dann Griechenland. So, am ersten Supercharger angekommen hier in der Nähe von München in Vaterstetten. Schauen wir mal die Statistik an. Wir haben von der Statistik her 237 Kilometer gemacht bisher und sind mit einer Restreichweite von ca. 20% angekommen. Der Verbrauch 16,5 Kilowattstunden, noch 237 Kilometer von der Geschwindigkeit her. Mal 120, mal 150, mal 140, so durchschnittlich ca. 130 bis 140. Der nächste Supercharger-Stopp ist in Österreich. So, der zweite Ladestopp in Österreich. Schauen wir mal auf die Statistik. Wir können schon weiterfahren. Diesmal sind wir 15,6 Kilowattstunden gefahren und haben schon 485 Kilometer zurückgelegt. Und wir laden seit ca. 15 Minuten. Die nächste Station ist Ungarn. So, wir haben fast Halbzeit. Wir haben jetzt 900 Kilometer gemacht, haben einen Durchschnittsverbrauch von 17,5 kW. Wir fahren jetzt noch ein paar Kilometer und dann kommen wir ins Hotel an. Der zweite Ladestopp in Ungarn. Guten Morgen, es ist 7 Uhr morgens. Und fahren dann jetzt gleich los und gehen zu dem Supercharger, laden da voll und gehen dann Richtung Serbien. Bis nachher. Fahren dann gleich über die Grenze. Wichtig ist hier einfach nur mal ein bisschen mehr laden. Das Auto sagt dann meistens bei 80 oder 70% weiterfahren, aber in dem Fall laden wir jetzt wirklich bis auf 90. Vielleicht auch ein bisschen mehr, einfach als Puffer, so dass, wenn es irgendwie zu einem längeren Stau kommt, was ja durchaus vorkommen kann. Letztes Jahr waren wir, hatten wir da schon ein paar Stunden Stau und insofern bewährt sich das immer gut, wenn man einfach ein bisschen Puffer hat im Akku. So, das Auto sagt, wir haben genug geladen zum Weiterfahren. Und wir schauen uns mal jetzt den Ladestand an. Wir würden in Belgrad bei 15% ankommen und haben jetzt zu 95% geladen. Wie wir sehen können, sind wir jetzt hier im Stau, kurz vor der serbischen Grenze.
So, wir warten seit knapp eine Stunde jetzt hier an der Grenze und es bewegt sich nichts. Wir sind seit fast jetzt genau 2 Stunden sitzen hier in der Nähe von Orvos, West in Ungarn. Und jetzt sind wir fast an der Grenze. Von Akku her sind wir bei 84%. Klima läuft die ganze Zeit. 2 Stunden Stau. Wir haben circa 5%, 6% jetzt verbraucht bei 35 Grad Außentemperatur. Aber bisher alles top. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Autopilot ist aktiviert. Wir fahren circa 130. Und genau zu sein 128. 130 sind sowieso hier erlaubt. Wir würden mit ca. 5-6% ankommen. Insofern fahren wir jetzt ein bisschen gemütlicher. 128 km/h. So, endlich im Belgrad Supercharger angekommen. War eine knappe Geschichte diesmal. Mit 4% angekommen. Wir haben zweimal Stau gehabt. Einmal an der Grenze zu Serbien. 2 Stunden und dann nochmal in der Innenstadt von Beograd. Nochmal heftigen Stop and Go. Der hier macht's am besten. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Gehen wir zurück zum Auto. Oder letzter Supercharger in Serbien, in Aleksinac. Dann laden wir noch einmal in Bulgarien, in Sofia. Und dann kommen wir dann schon an zu unserem Zielort in Bambakofito. Ja, da ladet ein schöner Model Y. Und hier ist es ein bisschen unschön. Hier sehe ich sehr viel Müll rumliegen. Also ja, weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist hier, aber ist nicht so schön. Das Wichtigste, ich snackbar auf. Perfekt. Alles, was das Herz begehrt. So, ein paar Minuten später, immer noch hier am gleichen Supercharger und alle sind schon voll. Alle 4 belegt. Ich glaube, hier muss ich noch definitiv am Ausbau zukünftig noch mehr gemacht werden. Aber schon heftig, wie viele Teslas jetzt mehr sind dieses Jahr. Ganz verpasst eine Vignette für Bulgarien zu kaufen. Von daher der Stau komplett gelegen. Und jetzt laufe ich wieder zurück ins Auto. So, wenn man viel im Stau ist, muss man ein bisschen was dafür tun. Jetzt mal, mach mal hier hin, Mensch! So, wir sind final in Sofia angekommen in Bulgarien, der letzten Supercharger-Station. Nach einem 3-stündigen Stau an der Grenze. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir sind jetzt letztendlich angekommen. Wir laden jetzt noch mal ein bisschen nach. So, der Supercharger ist hier im Center von Bulgarien. Wir sind bei 69%, noch 10 Minuten zur Weiterfahrt. Perfekt. So, wir sind final an unserem Zielort angekommen, in Griechenland, Bambakofito, und haben genau fast um 1 Kilometer 1900 Kilometer gemacht. Die Energie, die wir verbraucht haben, 18,5 Kilowatt.
unterm Strich hatten wir zwar viel Stau gehabt, aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Fahrt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, beziehungsweise für diejenigen, die Interesse haben, mit einem Tesla oder einem Elektroauto in den Urlaub zu fahren oder einen längeren Roadtrip zu machen, hoffe ich, dass es hilfreich war. In diesem Sinne, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.